Mein Name ist Michael Konermann und ich treffe heute Christoph Henkel. Christoph Henkel war lange Jahre beim 1. FC Köln als Jugendtrainer und im Nachwuchsleistungszentrum tätig. Somit hat er viel Erfahrung mit Nachwuchsspielern und kann auch dazu Auskunft geben, was erforderlich ist, um Fußballprofi zu werden. Aktuell ist Christoph Henkel beim KAS Beuthen erfolgreicher Geschäftsführer. Viel Spaß beim ersten Teil des Interviews. Okay. Christoph Henkel, vielen Dank, dass Sie heute da sind und sich Zeit nehmen, um einen Einblick in das Fußballbusiness zu geben. Sehr gerne. Sie korrigieren mich, wenn ich jetzt was falsch sage. 24 Jahre FC-Arbeit. Ja, das ist richtig. Dann Trainer E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend. Ja. Da meine erste Frage, die sich für mich ergibt als C-Jugendtrainer, ist man ja schon bei Jugendlichen, die ein bisschen fortgeschrittener sind in der Entwicklung. Wie viele Spieler haben es geschafft, aus ihrem C-Jugendjahrgang beim 1. FC Köln bis zu U23 drin zu bleiben? Wissen Sie das? Da kann ich keine Zahlen nennen. Das ist, glaube ich, schwierig. Dafür war ich viel zu viele Jahre, letztendlich mit vielen Jahrgängen dort in Zusammenarbeit. Deswegen habe ich keine Zahlen, aber es ist ja Fakt, dass nur ein geringer Bruchteil von Spielern, die sich auf den Weg machen, Traum vom Fußballprofi zu erfüllen, dass die auch tatsächlich oben ankommen. Ja. Man sieht natürlich immer im Highlight nur diejenigen, die es dann geschafft haben. Das sind auf der Jahre auch sehr, sehr viele geworden. Ja. Aber natürlich die meisten haben das natürlich nicht schaffen können und haben dort andere Wege gehen müssen, die teilweise vielleicht schmerzlich waren, ne? Mhm. Teilweise aber vielleicht auch lehrreich und hilfreich für ihr Leben. Ja, nach der C-Jugend sind Sie dann ins, was ist das, organisatorische Geschäft eingestiegen? Genau. Ja? Nachwuchsleistungszentrum, Sportinternat, ja. Geistbock Akademie, zur Erklärung, ist Unterstützung, um Schule und Fußball gestalten zu können. Ne? Ja, genau, schulische Begleitung. Wenn Sie dann den Wechsel gemacht haben von der Trainerposition auf die, ja, was ist, administrative Ebene, hat sich da der Blick geändert auf die Jugendlichen? Wenn man, oder hat es auch geholfen zu sehen, einmal wie die Jugendlichen im Training sind, um nachher auch in Vertragsverhandlungen einsteigen zu können? Ja, es war ein großer Unterschied für mich, dieser Perspektivwechsel, weil man natürlich als Trainer noch viel näher am Einzelnen ist und natürlich die Entwicklung dort unter rein fußballerischen Gesichtspunkten im Auge hat. Ja. Und aus der Position, die ich dann danach eingenommen habe, hatte man mehr eine Gesamtübersicht, hat natürlich Gesamtverläufe stärker berücksichtigt und auch gesehen und hat natürlich mehr an den Strukturen gearbeitet. Ja. Was natürlich dazu geführt hat, dass man auch einen eher ganzheitlichen Blick entwickelt hat dann für die Entwicklung und natürlich auch verstanden hat, dass die Entwicklung von vielen, vielen Komponenten abhängig ist und dass es sehr, sehr komplex ist, warum ein Spieler eine gute Entwicklung nimmt oder nicht und dass da eben viele Faktoren eine große Rolle spielen. Insofern war es schon sehr hilfreich, dann eine andere Perspektive auch mal einzunehmen. So, das ist ein super Stichwort. Viele Komponenten sind dafür erforderlich, um im Profifußball unterzukommen. Welche Faktoren sind Ihrer Meinung nach ausschlaggebend, um den Sprung nach oben zu schaffen? Das ist sehr, sehr individuell. Ich glaube nicht, dass es die Lösung gibt, wo man sagt, wenn du das machst, wenn du das Rezept verfolgst, dann wirst du auf jeden Fall Fußballprofi. Ja. Das ist sehr komplex und sehr individuell. Sicherlich gibt es ein paar grundsätzliche Dinge, die man erfüllen muss, um es schaffen zu können. Das sind aber auch mehr Ausschlusskriterien. Also wenn ich nicht die richtigen körperlichen Voraussetzungen habe, ja, wenn ich nicht verletzungsfrei bleibe, dann kann ich es auch nicht schaffen. Das ist ganz klar. Aber wenn man die Zahlen, die zumindest vor einigen Jahren mal so ermittelt wurden, dass aus den Nachwuchsleistungszentren gerade mal 5% den Sprung 5% in die erste Liga schaffen. Und das sind ja schon Auserwählte, die in den Leistungszentren spielen. Klar. Da reden wir schon von den Talenten. Da ist die Quote sehr, sehr gering, aber es gibt wie viele Bundesligaspieler? 400? Ne? Also es ist ja verteilt auf die 18 Clubs. Davon sind natürlich viele Spieler, die dann auch international dazukommen. Das heißt, die Plätze, die dazu vergeben sind,
sind sehr, sehr wenig und sehr, sehr gering. Wie viel Prozent Talent ist erforderlich? Wie viel kann ich mir auch durch Fleiß erarbeiten? Ich glaube, dass diese andere Komponente, die eben auch sehr, sehr wichtig ist, die mentale Bereitschaft, die Disziplin, die Hingabe und dieser große Ehrgeiz, der erforderlich ist, ja, dass der möglicherweise noch einen größeren Anteil spielt, ja, auf dem Weg. Und die Tatsache, wie werde ich vielleicht begleitet auf diesem Weg? Ne? Was sind meine Ratgeber? Was sind meine Mentoren? Ja. Ja, die mir vielleicht helfen, durch diese sehr, sehr schwierige Ausbildung noch zu kommen. Okay. Und dabei im Auge zu haben, dass ich natürlich, falls ich es nicht schaffe, auch Alternativen haben muss. Ja. Das heißt, ich muss mich ja für mein Leben vorbereiten, für die Alternativen, die dann dort vielleicht erforderlich sind. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr komplexe, schwierige Situation, die ich auch alleine nur sehr schwer bewältigen kann. Wer ist denn dann derjenige, der einem Jugendlichen zur Seite stehen sollte und vor allen Dingen auch noch den Zugriff zu ihm hat, um ihn vielleicht in richtige Richtung zu lenken? Also wenn ich jetzt überlege, 18 Jahre, ich spiele bei einem Bundesligisten, dann ist es ja erstmal für mich schwierig in meinem Umfeld von Freunden, die mir alle auf die Schulter klopfen. Die Frage ist, wie von den Freunden bleiben übrig, wenn ich nicht mehr Erfolg habe? Dann habe ich einen Berater. Da gibt es sicherlich viele, die auch erstmal das Geld im Auge haben und nicht unbedingt nur die persönliche Entwicklung des Jugendlichen. Dann haben wir den Verein, der ist natürlich auch daran interessiert, ein Gewinnmaximum zu erzielen. Und dann haben wir die Eltern, was auch, glaube ich, schwierig ist, in diesem Umfeld auf dem Boden zu bleiben, weil das Umfeld sind ja andere Bundesliga-Profis, die man vielleicht schon mal sieht. Dann sind das Jugendliche, die in der A-Jugend spielen. Also es ist schwierig, auf dem Boden zu bleiben. Trotzdem sind die ersten Ansprechpartner natürlich die Eltern. Ja. Und die Spieler, die möglicherweise einen guten Weg nehmen können und erfolgreich sind, die haben in einer hohen Anzahl auch eine sehr positive Elternunterstützung. Mhm. Ich glaube, dass das wichtig ist. Jetzt haben aber auch viele vielleicht nicht diese elterliche Unterstützung. Und dann glaube ich, dass man einfach wie allgemein im Leben Mentoren braucht. Mhm. Für mich sind jetzt nicht Berater. Berater erfüllen auch einen ganz bestimmten Zweck, mich vielleicht von A nach B zu bringen oder den richtigen Verein zu finden. Aber eigentlich braucht man ja jemanden, der einem im Leben uneigennützig, ohne persönliches Interesse vielleicht einen guten Weg aufzeigen kann. Das ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Das braucht, glaube ich, jeder im Leben. Ein paar Eckpfeiler, an die er sich anlehnen und ausrichten kann. Hm, ja? Klar. Und vielleicht auch mal ein kritisches Wort hört. Auch mal vielleicht eine realistische Einschätzung erhält und sagt, das kannst du gar nicht. Bin ich denn bereit, ja, für eine Kritik, wenn ich von der E-Jugend bis zur A-Jugend mich durchgesetzt habe, immer wieder durch die Jugendmannschaften vielleicht sogar mal deutscher Meister wurde oder im Pokal weit komme, dass ich dann für Kritik offen bin, wenn mein anderes Umfeld mich oft pusht und sagt, hey, du bist so super und warum spielst du nicht, du bist doch viel besser als der. Ich werde ja wahrscheinlich wenig kritisiert, oder? Ja, das ist eine große Gefahr und ein großes Problem für die Entwicklung von Talenten. Dass die Kritikfähigkeit verloren geht, ja, und dass die Spieler natürlich in einem teilweise völlig unrealistischen Zusammenhang leben und diese auch immer wieder gefördert wird. Also das, was gemacht wird, auch in den Nachwuchsleistungszentren, ist zu einem großen Teil natürlich auch kontraproduktiv. Ja. Man suggeriert einem 13-, 14-, 15-jährigen Menschen, dass er das Wichtigste auf der Welt ist. Ja. Mhm. Ja, und er hat schon jemanden, der ihm den Koffer hinterher trägt. Mhm. Ja, der ist versorgt in seinem Umfeld mit allem, was das Herz begehrt. Was ihn deutlich unterscheidet von all seinen anderen Altersgenossen. Mhm. Und irgendwann, wenn er nicht liefert und nicht erfolgreich ist, dann sind die alle weg. Dann ist er nämlich alleine da. Und dann wird es natürlich schwierig für ihn, das auch, sag ich mal, auch psychisch zu verarbeiten. Insofern ist das wirklich, wirklich wichtig, dass ein Spieler eben auch über eine gute Selbstkritik verfügt und auch Menschen an seiner Seite hat, die es natürlich ehrlich mit ihm meinen, ne? Mhm.
und auch immer wieder auf die kritischen Dinge hinweisen und sagen, ja, das ist ganz toll, dass du das jetzt geschafft hast. Ja? Ja. Eine super Leistung muss man auch anerkennen, das ist ja auch teilweise gar keine Frage. Natürlich so. Ne? Aber diese Leistung wieder in den richtigen Zusammenhang zu setzen, ja, und die Interessen der Leute, die um einen herum sind, die zu kennen. Ja, also ich habe mit Roland Müller auch gesprochen, den kennen Sie auch, ne? Ehemaliger, ja, Torwart vom 1. FC Köln, hat dann seinen Weg über Duisburg, Genf in die Philippinen gefunden. Der sagte, es hat ihm unheimlich viel gebracht, nachher die Annehmlichkeiten, die er beim 1. FC Köln genossen hat, in Relation zu setzen, wo er in Genf war, wo er die Schuhe selber putzen musste. Ja. Oder er sagte, der Marmorkuchen vor dem Spiel oder nach dem Spiel, wahrscheinlich nach dem Spiel, beim 1. FC Köln, den es immer gab, den hätte er nachher richtig vermisst. Ja. Also das wären so schöne Sachen gewesen, die zu einer Selbstverständlichkeit werden, die man zum Anfang gar nicht zu schätzen weiß. Ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich jetzt auch ein bisschen die Erfahrung im internationalen Bereich machen konnte. Ich habe mich ja dann nach meiner Zeit beim 1. FC Köln eben auch mit dem internationalen Fußballtalentförderung sehr intensiv auseinandersetzen können und habe mit wirklich großartigen Talenten auch zusammengearbeitet. Und wenn ich das dann im Vergleich teilweise sehe, wie deren Entwicklung in anderen Ländern, in Afrika oder auch in Belgien verläuft, dann sind das schon große Unterschiede. Und da steht für mich ein bisschen mehr Freude im Fokus, auch in dem Mittelpunkt der gesamten Ausbildung, der gesamten Entwicklung.